Riesentitten! Margariten, Stalaktiten, Utrilliten! Franz Morak, er der Franz singt diese Worte, schreit sie, zerrt sie, er singt sie und spielt. Und er der Franz, dann spielt er der Franz den ganzen Scheiß hier. Von die Welt steht auf Kahn vor mir lang, 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 lang bis zu seht ringsumher, lacht mit dem Bräutigam die Braut. Und die Kollegen merken nichts, merken nicht, was da in ihrer Mitte tut, als wäre es ihresgleichen. Was in Wahrheit kroch aus diesem Schoß der Fruchtbar noch, der schon geschwängert und ganz prall von seiner Leibesfrucht nur wartet, in die Welt zu platzen. Nein, sie haben es noch nicht bemerkt, dass ganz unter uns, in unserem Kreise, einer von uns, so sagen sie, zu sein vorgibt. Doch bald bemerken sie's. Denn er, der Ensemblevertreter, tritt vor sie hin. Nicht mehr in ihrem Namen, nein, vor sie hin, weit vor sie hin und spricht, er, der Ensemblevertreter, als ob er sie vertreten möchte. Ich mag ihn nicht, sagt der Ensemblevertreter, weil er uns keine Stücke gibt mit Rollen, die wir spielen wollen. Rollen, die er, der Ensemblevertreter, spielen will. Und plötzlich war er bekannt, der Ensemblevertreter. Bekannter noch, als er nur einer von den Seinen war. Bekannt auch, weil er, der Ensemblevertreter, sich an einem noch bekannteren hinaufgeschwungen hat. Ganz oben auf. Dort, wo er, der Ensemblevertreter, erstmal nach Luft zu schnappen hatte. Weil sie doch gar so dünn war. Ihm. Die Luft, dem Ensemblevertreter. Da war es schon zu spät, als er das Kleid des bunten Vogel anzog und mühsam tat, als ob er fliegen könnte. Ausgerechnet er und ausgerechnet so ein bunter Vogel. Ganz mühsam flattert er dahin, armselig, wie er sich bemühte, armselig, was dabei herauskam. Doch! Scheiße! Damals war er noch zu retten. Damals hätten wir noch gehen können und ihm sagen, lass es sein. Erinnerst du dich noch? Die Miss Vienna? Gott, was haben wir geschnackselt? Sagt er, der Volksvertreter. Weißt du noch, ich, der Volksvertreter, war im Wohnzimmer und du, der Freund des Volksvertreters, tatst im Schlafzimmer im Bett. Ein Lächeln hätte dich umspielt. Der Krampf wäre gewichen. Von dir, dem Volksvertreter. Und du hättest erkannt, ich, hätte der Volksvertreter gesagt, ich muss kein bunter Vogel sein. Fliegen. Fliegen kann ich auch alleine. Scheiße. Fliegen kann ich auch alleine. Das wäre damals noch gegangen. Jetzt aber ist es aus. Vorbei. Schluss. Ende. Alles Kacke, Scheiße, Pisse, Lülle. Ja, was glaubt ihr denn, was wir hier machen? Ja, Staatssekretär ist er und spricht der Sekretär. Doch keiner will ihm, dem Sekretär, mehr zuhören. Denn jeder hört ihn, den Sekretär, wie er, der Sekretär, noch vor ein paar Wochen noch nicht als Sekretär dagegen war. Auf ihn, auf uns, auf alles. Und ihr, das Publikum, wenn ihr Theater sehen wollt, hier an diesem Hause. Und ihr, das Publikum, wenn ihr Theater sehen wollt, das wirklich was zu sagen hat. Dann habt ihr Pech. Denn viel zu wenig ist ein B. Etwas besser, aber immer noch zu wenig ist ein Klaus. Aus.